So, hallihallo Leute. Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Nier Automata und ich kann euch sagen, uns stehen schwere Zeiten bevor. Im letzten Part, nachdem wir einige Tierfälle gefarmt haben, leider ohne EXP für Levelaufstiege und so weiter, haben wir uns mal der Aufgabe angenommen, das Thema mit den mit dem verschwundenen Signal anzugehen. Und damit dem Transportpunkt, der nimmer aktiv ist. Und wir konnten feststellen, dass da einige Maschinen sind, die uns liebend gerne erwarten. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Nämlich ein paar rote Maschinen und sobald wir die besiegt haben. We've got company. Looks like machines. Alert. Das sehe ich. Ja? That's not good. Ich sollte vielleicht erstmal meinen Körper holen. So, den reparieren wir auch erstmal. Ja, ja, ja. Knapp. So, der liegt am Boden. Dann seid ihr jetzt halt erstmal dran. Okay, da ist die Verstärkung. Oh, oh, oh. Wer hat mich da erwischt? Wer hat mich da jetzt erwischt? Ja, das waren zwei oder drei Hits, die mich da erwischt haben. Aber von wem? Da hinten war doch niemand. Naja, fahren wir. Nehmen wir die Erfahrungspunkte gerne mit von euch. So. So, plopp, plopp, plopp. Wobei die Anzahl oben steigt. Na egal. Dass ich die Anzeige anzeige, ist ein. Ich habe gerade ein paar andere Probleme. Die Maschine da unten muss mal auch die Maschine da unten sein. Die bringe ich auch mit einem Hit um. Vaters Servo können wir dann, glaube ich, abhaken. Zumindest bis ich die Aufgabe hier geschafft habe. Erstmal. Naja. Erstmal den. Ja. Gut, Nummer 1 weg. Nummer 2 weg. Und so bleibe ich jetzt einfach mal stehen. Jetzt kommen die hier. Dann kommt der hier. Und das hier. Und wir der Raketenblaster. Regelmäßig nach vorne. So. Dann sollten wir mit. Also einer ist schon mal weg. Zwei sind weg. Und es bleiben noch drei übrig. So, da bleibe ich jetzt so. Und so. War es das jetzt so? Zumindest bewegt sich nichts mehr. Dann sammeln wir mal die ganzen Sachen hier ein. Aber nur defekte Schaltkreise. Können die nicht mal was anderes droppen? Hops, hops. Ein bisschen Geld, rostiger Klumpen. Baumsaat. Ich denke nicht, dass das die Maschinen gedroppt haben, aber. Fortfahren, bergen. So, heil und schön, auch wenn wir volles Leben haben. So. Schnell speichern und damit sollte der wieder aktiv sein. Ja, wunderbar.
Bunker to 2B. The signal from the access point just came back online. Good job. I have some information about that, Commander. Go on. The access point went offline because machine lifeforms were jamming it. Which means they know that facility is one of our network terminals. Yeah, but that's not all. While they knew it was connected to our network, they didn't try to destroy it. It's almost like they were trying to lay a trap. Damn. They're getting smarter by the day. Thank you. I'll be sure to share this with the Council of Humanity on the moon. Understood. 300 Erfahrung, das ist ein bisschen madig. Naja. Ja, machen wir es so. Wir gehen jetzt über den Transport zum Widerstandslager. Weil diese Würmer da oben, diese Maschinenwürmer, die sind mir nicht ganz geheuer. Ich glaube nicht, dass sie uns so einfach abhauen lassen. Und ich habe jetzt keine Lust, ohne einen Hit nehmen zu dürfen, gegen die zu kämpfen. Das wäre mir dann doch, stand jetzt halt ein bisschen zu hart. Controller runtergefallen, Altersschwäche, sagt es niemandem weiter. Naja, aber auf jeden Fall haben wir eine E-Mail erhalten. So, dann können wir hier auch, glaube ich, ein, zwei Aufgaben abschließen. Das war, ich glaube, die mit dem fehlenden Gedächtnis. Foto von der Wüste überreicht. Ach, dieses Foto. Ich kann auch immer die intensive Hitze spüren. War ich dort mit noch jemandem? Da war zumindest der Joha-Soldaten drin. Aber damit haben wir die Aufgabe abgegeben. So, jetzt wird es interessant. Weil die hat uns die Aufgabe gegeben, wo ihre Freundin umgebracht worden ist, von der rachsüchtigen Maschine. Und ihr habt ihn gefunden, oder? Wir sagen ihr die Wahrheit. Der ist tot. Zu rechnen, die Kameraden tötete. Oh nein. Hat stattdessen dann ihn getötet. Ich werde sie alle umbringen. Ruhig. Wir haben die Maschine. Habt ihr? Das ist kein anderer. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ja. Komm schon, nein, es. Wir sehen nach dir. Na, wenn ihr einziger Freund da umgebracht worden ist und sie sich jetzt dann immer rächen kann, haben wir im Prinzip ihre Lebensaufgabe. Also. Oh, muss jetzt die Musik spielen. Oh nein, nicht die Musik. Plan zu haben. Ja gut, sie möchte alle Maschinen umbringen. Oder die Maschine. Das wir jetzt allerdings schon erledigt haben. Das ist mal interessant, was sie jetzt macht. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, wir hätten nichts herausgefunden, wäre es vielleicht. Würde sie ja nie wissen, was sozusagen daraus geworden ist, aus ihrem Freund. Na, was hättet ihr an der Stelle gemacht? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Was hättet ihr jetzt in dem Fall gemacht? Hättet ihr das gesagt, dass der Freund im Prinzip gestorben ist oder nicht? Ihr könnt dazu gerne was in den Kommentaren schreiben. Das würde mich wirklich brennend interessieren, was ihr dazu denkt. Wir brauchen 6 Titanlegierungen. Und dann hier gedehnte Spule. Rabatt, okay. Und Betäubung plus. Verbessern? Nein, kann ich nicht. Hm.
kaufe mir jetzt wirklich 35 Stück davon. Wenn wir aktuell das Geld haben und davon 20. Plus 1 die Sachen sind. Aber die sind auch so teuer. 12 und 11. Ich kann jetzt halt hier auch Waffen kaufen, ne? Wobei ich wollte dir eine Lanze ausrüsten und dann dafür. Nehmen wir mal den das Bestienlord und den uralten Herrscher. Nee. Dazu muss ich wieder Sachen verkaufen. Was kann ich denn verkaufen? Auf jeden Fall diese Sachen. Zack, zack. Das behalte ich noch, behalte ich noch, behalte ich noch. Oh, ich habe nichts mehr ausgerüstet, okay. Offensivheilung. 11. Okay, die Sachen lasse ich erstmal. Die Fische, die könnte ich eigentlich alle verkaufen, was soll ich mit den Fischen machen? Ja, da steht sogar im Prinzip, dass man die verkaufen kann, also machen wir es jetzt einfach mal. Das Lexikon für die Fische wird ja trotzdem gefüllt. So, Maschinenkern, da verkaufen wir einfach mal 2 Stück, dass wir 5 trotzdem haben, weil ich glaube, die sind noch wichtig für später. So, und dann noch uralter Herrscher. Nein. Kann man. Ah, der macht mehr kritischen Schaden. Und was macht eigentlich der Bestienlord? Höhere Ausdauer. Schon wieder Titanlegierung. Ja, gut. Dann machen wir es einfach noch, dass wir das Bestien verderben. Wahrscheinlich nett. Ne. Diese älteren Waffenmodelle. Oh, die Shop-Inhaberin schickt mir ab und zu welche. Sie heißt Accord und ist die eigentliche Inhaberin. Ich stehe nur am Tresen und sorge dafür, dass die ganzen Reparaturgeräte schön laufen. Ich sehe sie nur alle paar Jahre mal, um ehrlich zu sein. Sie setzt meist Lieferdrohnen ein. Wo sie die Sachen her, wer her hat, weiß ich nicht, aber das meiste davon ist im einwandfreien Zustand. Solltest du ihr je begegnen, dann grüß sie schön von mir, ja? Du kannst mal deine gekauften Waffen auch bei mir verbessern. Du benötigst Geld und Materialien, aber dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem kommen je nach Waffen Spezialfähigkeiten hinzu. Wenn du Lust hast, probier es mal aus. Ja, wir haben schon ein paar Mal Sachen aufgewertet bei dir. Aber jetzt schauen wir uns mal die. Ein Viertel der Waffen haben wir schon, wunderbar. Da möchte ich jetzt. Das sind die, die wir jetzt bekommen haben. Da möchte ich aber gerne. Ja, es ist eigentlich dumm, das so zu machen. Weil die Waffen, die wir haben, die sind alle schwächer als die, die wir jetzt ausgerüstet haben auf Set 1. Weil meine ich hier, schaut mal. 230 bis 320 bis 350, auch nur 240 bis 250 und hier sind wir fast im 400er, 500er Bereich, weil wir die Waffen nicht hier schon aufwerten können, konnten, aber die anderen nicht. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe hier keine Chips ausgerüstet. Wahrscheinlich, weil ich einmal auf Nein gedrückt habe bei den letzten 10 Toren, wo ich gestorben bin. Ich kenne auch vielleicht meine Probleme. Erklären, aber naja. Also auf jeden Fall erstmal das. Ein kritischer Treffer 9. Waffenangriff. Da. Offensiv und Todesheilung. Das halt viel mehr. Autogegenstand. Aufgrund der höheren Effekte erstmal das hier.
Auch wenn die anderen Sachen noch ein bisschen günstiger sind. Was kann ich noch machen? Feuerkraft. Wie viel habe ich noch? Ich habe jetzt noch genau 10. Das heißt, ich könnte hier kritische Treffer. Projektilangriffe um 10. Dann machen wir das hier. Einmal optimieren, dann sind die Chips wieder schön geordnet. Auch wenn es jetzt halt effektiv nichts bringt. So. Dann werden wir es jetzt halt so machen. Ich gehe jetzt halt auch mal hier in den Raum rein, den wir extra für uns bekommen haben. Sobald er da. Ja. Nein, es bricht fast zusammen. Aber da pausieren wir jetzt halt hier erstmal. So, Tobi legt sich jetzt hin. Da speichern wir jetzt. Ich sage jetzt hier auch nein, weil ich jetzt für heute die Aufnahmen beenden werde. Falls euch dieser Part gefallen hat, falls es sonst noch irgendwas, was euch aufgefallen ist, was ihr meint, ich könnte es besser machen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch noch die Info, jetzt noch eine kurze Erinnerung daran, was ihr an der Stelle gemacht hättet mit der einen Freundin von uns, ob ihr die Wahrheit gesagt hättet oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.